Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Batman Arkham Origins. Und wir sind in unserer Betthöhle und müssen jetzt aber erstmal mit dem Batwing jetzt in nach Gotham. Ja, genau. Ich muss nämlich Pinguins Männer stellen und deshalb muss ich jetzt zum Jezebel Plaza aufbrechen und wir fliegen jetzt mal aus unserer Betthöhle hinaus in die gefährliche Stadt von oder in die gefährliche Welt von Gotham City. Und, Um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Das ist super praktisch. Da haben wir so eine Art Schnellreisesystem und können dann einfach in verschiedenen Stadtteilen schnell hinfliegen, wenn wir da mal irgendwie was suchen müssen oder so. Dann müssen wir nicht die ganze Stadt fliegen, obwohl das natürlich auch extrem geil ist, durch die ganze City zu gleiten. Alfred, ich habe Exilis auf. Die Funktürme, die Sie für Ihre Autonavigation verwenden, senden ein Störsignal aus. Sturmschäden? Sie müssen wohl dahin und es selbst herausfinden, Sir. Verstanden. Einer ist ganz in der Nähe. Darüber redet. Ich habe den Boss eine SMS geschickt. Muss warten, bis er antwortet. Kannst du ihn nicht einfach anrufen? Der reagiert nur auf Textnachrichten. Komisch, was? Aber solange er uns bezahlt, kann er meinetwegen auch Rauchzeichen benutzen. Also, wie ist es so bei Gotham Optics? Nette Urlaubszeiten, Krankenversicherung? Ihr habt bestimmt voll gut da. Ja, schon. Was ist mit dir los? Also für den Job wechseln oder was? Stimmt. Und nach heute Nacht haben Sie vielleicht ein paar Stellen zu verdienen. Oh nein, bitte töten Sie uns nicht. Mal sehen, was der komische Kauz, der uns bezahlt, dazu sagt. So, ich habe jetzt gewartet, bis die das Gespräch fertig gesprochen haben, weil die dachte ich, die kann man ja mal ganz gerne hören. Und wenn ich jetzt nämlich die Tür aufmache, würden sie unterbrochen werden. Und das wollen wir ja nicht, wir sind ja nicht unhöflich. Und die Geiseln! Siehst du das auch? Was zum Teufel ist das? Wollt ihr etwa alle sterben? Ich sollte hier Rauchbomben einsetzen. So. Ich muss und wir benutzen unseren Greifhaken. Wen er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Das stimmt. Und deshalb... Das ist nur ein Wartungsauftrag. Das ist alles. Lüg mich ja nicht an. Kuckuck! So, jetzt haben wir ihn. Ich kündige. Wo sind die anderen zwei hin? Ich weiß gar nicht. Wo sind die? Ah, da hinten. Die schnappe ich mir auch noch. Drei Gegner sind es. Und da unten ist die Geisel. Super. Und da sehe ich auch schon hier so eine so Lüftungsschacht. Den schnappen wir uns mal. Den machen wir mal auf, heimlich. Ist ja gerade keiner da, der uns abschießen könnte, wenn er uns sieht. Durch den Lüftungsschacht an den Geiselnehmer heranschleichen. Genau, vorsichtig. War das der, der uns angeheuert hat? Ist der vielleicht sauer auf dich? Auf keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass er sonderlich fit ist oder so. So oder so, wir müssen hier raus. Und zwar sofort. Hehe, so, den haben wir auch schon. Dann haben wir jetzt Geben nur noch Sie zwei. Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. Jetzt haben wir nur noch zwei Geiselnehmer. Den Turm reparieren. Bleiben raus. Ich krieg dich überall, mein Freund. Hau ab und niemand muss heute sterben! Ah, der steht ja hinter so einer Wand passend. Den kann man jetzt ganz gut ausschalten. Wenn nicht, dann kann ich die Kamera nicht drehen. So. Einfach durch die Wand gegriffen. So. Du wirst Wache stehen. Super, für wen denn? Du bist ganz alleine hier. Ich kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen, tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Ja, genau. Du musst keine Angst haben. Wir gehen jetzt mal hier rum. Hier scheint auch ein bisschen was kaputt gegangen zu sein. Jedenfalls ist Schnee hier drin, ne?
Und da oben ist auch das Dach kaputt, kein Wunder. Und der letzte Geiselnehmer steht hier oben und wir gehen mit unserem Greifhaken mal hier hoch, schwingen uns hoch, bleiben da stehen und jetzt können wir den Vorsprung ausschalten machen und dann packt er sich den und reißt ihn da runter. Natürlich, Batman tötet ja niemanden. Am Seil hängen wir ihn dann einfach auf wie so eine Art, ja, wie so eine Spinne, die sich abseilt. Nur, dass sie halt irgendwie kein längeres Seil bekommt, wenn sie runter will. So. Und jetzt haben wir hier die Tür. Ich gucke immer mal mit der Detektivsicht, damit wir jetzt nichts vergessen. Aber ich denke, hier ist nichts mehr. Und dann gehen wir mal durch die Tür hier. Und jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwie ist dieses abgeschaltet worden. Was uns natürlich helfen sollte, um den damit wir mit dem Batwing vorankommen. Aber warum? Und wer ist dafür verantwortlich? Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Genau, und jetzt kommt eines meiner Lieblingssachen, das werden wir noch öfters erleben, das finde ich so super hier in dem Spiel. Und zwar gibt es hier so Tatorte und ich zeige das jetzt mal anhand diesem hier. Da kommt nämlich jetzt, hier ist die Leiche, ne? Und dann gucken wir mal, wer ist denn das überhaupt? Untersuchen wir mal und scannen die Leiche mal ab. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Genau, und jetzt erscheinen hier oben DNA-Reste und die scannen wir jetzt mal. Und dann passiert gleich das Beste, was ich in dem Haupt von diesem Spiel finde hier, mit diesen Tatort-Rekonstruktionen. Das finde ich so super. Jetzt wird das rekonstruiert. Wir können sehen, was passiert ist. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Genau, Tod durch Aufprall, die Todesursache ist ein Schädeltrauma. Er wurde mit 1114 Joule gegen die Wand geknallt und das alles entstand durch eine Explosion. Und jetzt kann man hier zum Beispiel, das finde ich super, jetzt kann man hier, wenn man die Maustaste gedrückt hält, kann man vor- und zurückspulen und dann kann man sehen, wie diese Person, also ne, ich spule mal ganz kurz zurück, so, dann kommt die Person so hin, ja, ganz ahnungslos, ja, schon ein schöner Tag. Und ich scanne mal hier und dann macht's, das habe ich zu schnell gespult, dann macht's Batch! Blendender Blitz und man kann sehen, wie die Person hier gegen die Wand fliegt und das finde ich so geil, dass man da wirklich jeden einzelnen Schritt sehen kann. Und jetzt geht die Wand kaputt, es raucht so ein bisschen und er knallt, da kann man das auch schön sehen, deshalb ist da DNA-Reste und da knallt er so gegen und dann fällt er da und dann bleibt er da. Und wir müssen jetzt hier gucken, wo die Explosion herkam. Und die kam von hier, haben wir ja gesehen, durch die Rekonstruktion. Mal schauen. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird. Und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Genau, das machen wir auch. Und zwar müssen wir jetzt die Schlüsselkarte finden und jetzt müssen wir den Tatort rekonstruieren und wirklich jede einzelne Detail angucken, damit wir auch wissen, was wir suchen. Und das kann man, das wird hier gekennzeichnet durch diesen roten Streifen, den man hier sieht, denn ich spule das jetzt mal langsam vor. So, also, der nimmt hier die Schlüsselkarte, das kann man gut sehen. Und piept die da irgendwie so rein. Warte mal, ich stelle mich mal hier und dann kann man es, glaube ich, besser sehen. So. Piept die so rein und dann explodiert das gleich. Und da kann man das jetzt schon sehen? Ich weiß gar nicht. Jetzt sieht man es. Da ist die Karte und die fliegt hier irgendwie lang. Jetzt kann man das sehen. Und da unten sieht man sie auch schon. Da liegt sie so. Und da liegt sie jetzt auch. Und jetzt muss ich, jetzt eigentlich, sagt er was oder sag ich das, wenn ich... So. Nee, dann hole ich mir die jetzt mal. Dann hole ich mir die. Ich dachte, er würde was sagen. Da liegt die Schlüsselkarte, das ist ja wunderbar. Nee, tut er nicht. Dann hole ich mir die jetzt so. Dann muss ich erstmal das Gitter abmachen. Ich nehme mal an, dann sagt er was. So, jetzt kann ich die auch scannen, genau. Vorher ging das nicht durch das Gitter. So, städtische Zugangscode. Diese Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken.
Und das ermöglicht mir jetzt, dieses Ding hier zu benutzen, den kryptografischen Sequenzer. Und damit können wir diese ganzen Dinger hier, die sind ja mit so einem Schloss versehen, das sind so Dinger, wo man so Zahlen eingibt, ne, so Schlösser halt. Die verschließen die Tür und auch noch andere Sachen, das würden wir noch öfters benutzen. Und dann werden wir jetzt hier so ein kleines Minigame machen. Und zwar müssen wir jetzt ein Passwort finden und das erreichen wir dadurch, dass ich hier mit A und D drehe und das auf der linken Seite und auf der rechten Seite mit der Maus drehe. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel das Passwort heißt unglücklich, was ja sehr gut passt zu zu dem Typen, der da drüben liegt, der hat es wirklich unglücklich erwischt. Und wir können jetzt die Tür aufmachen. Und hier ist auch eine Leiter und die klettern wir mal hoch. Und dann kommen wir oben an, irgendwo. Ach, da. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. So, und der wird wahrscheinlich hier drinnen sein. Dann machen wir doch mal die Tür auf. Und dann mal das klemmt ein bisschen. Und, wunderbar. Und noch so ein Ding, das wir jetzt entschlüsseln müssen. Und da hocken wir uns mal wieder davor und hacken das ganze Gerät einmal. Und schauen mal. Sie, der König der Raufbolde persönlich. Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Sehr lustig, Enigma. Wir werden das Passwort schon knacken. So schwer ist das nicht, mein Freund. Sicherheitsstufe auch nur 1 und es heißt Flugverbot. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. So. Und damit ist der Turm reaktiviert und es gibt... Ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Genau, aber das ist ja nicht der einzige Stadtteil, den es hier gibt. Es gibt noch viel mehr Stadtteile und die hat der Enigma alle ausgeschaltet. Jetzt weiß ich nicht, jetzt ist hier über ein Haken. Eigentlich habe ich das ja natürlich schon mal alles ausgeschaltet in dem normalen Spiel. Jetzt weiß ich nicht, ob es in dem Spiel Plus jetzt auch so ist, dass ich nochmal alle ausschalten muss, weil die hier alle rot leuchten. Mal sehen. Sehen wir dann. Ist nicht so wichtig. Das kriegen wir, das ist easy, das kriegen wir hin. Über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Korrekter Mauer, wir werden alles erledigen, was wir hier erledigen können. So, wir haben das deaktiviert, das Störsignal, und öffnen jetzt erstmal die Tür, damit wir hier wieder rauskommen. Das ist ja so eng hier. So, ich gucke mal, ob hier irgendwelche Gegner sind, aber ich sehe gerade keine. Und wir gehen mal die Leiter hier hoch und kommen jetzt hier oben raus. Und haben erstmal das erste Mal einen wunderschönen Blick auf Gotham City. Wenn ich den Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Ah, okay, da sehe ich gerade Netzwerkrelais, die kann man immer noch abschalten, oder? Wie sehe ich die Sache? Obwohl die jetzt gar nicht angezeigt werden. Ich weiß nicht, das waren so Dinger, ich kann das mal kurz erklären, das waren so Dinger. Nee, die sind noch rot, die sind nicht eingeschaltet. Das sind so Dinger, die man einfach mit so einem Bett-Ding hier so mit so einem, könnte man einfach so kaputt hauen. Das waren nur so Dinger, die irgendwie an der Wand hingen. Das waren so ganz kleine Kästchen, ähnlich wie die, wo wir eben die, den kryptografischen Sequenzer benutzt haben und die konnte man einfach damit abknallen und dann gab es 10 Stück oder was und dann hat man das irgendwie dann deaktiviert praktisch. Und wir überlegen uns jetzt erstmal, wir haben jetzt als Ziel eigentlich uns gesetzt, dass wir zum Joker gehen. Zum Pinguin. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt hier der Pinguin? Der Waffenhändler des Pinguins, genau, da müssen wir hin. Jetzt können wir natürlich nicht den Batwing benutzen, weil wir das nicht freigeschaltet haben, oder? Alter, ich komme da nicht hin. Nee, Schnellreise geht nicht. Okay, müssen wir die tatsächlich alle erst noch freischalten. Aber das geht ja so. Dann fliegen wir jetzt einfach mal los, würde ich sagen. Und begeben uns zu unserem Ziel.
Dann fliege ich ein bisschen durch die Stadt. Das macht so viel Spaß, das Fliegen. Und da kann man auch ein bisschen beschleunigen hier mit dem Greifhakenbeschleuniger. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. Und das wird uns auch immer wieder erreichen. Und zwar sind hier Verbrechen im Gange, unterschiedlich hier in dieser Stadt. Und natürlich werden wir uns um das erste auch gleich kümmern. Gibt natürlich Erfahrungspunkte, die wir jetzt unbedingt nicht brauchen, aber das macht trotzdem noch Spaß. Du und deine Crew solltet euch verpissen. Wir sind hier, um es zu übernehmen. Nur über meine... Sieht aus wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel Plaza. Ja, aber wir vereiteln sie jetzt mal, weil wir gerade da sind natürlich. Und wir müssen sowieso über die Brücke hier. Und dann können wir doch schon mal den anvisieren und hauen. Ja, wunderschön. Und dann kümmern wir uns jetzt um die hier. Die sind nämlich alle und haben so einen kleinen Bandenkrieg hier verursacht. Und da müssen wir natürlich eingreifen und müssen sie auch ausschalten. Und jetzt mache ich mal so eine Spezialattacke. Jetzt habe ich die alle verwirbelt. Jetzt habe ich so Fledermäuse habe ich jetzt geholt. Ach, ich habe ja kein Konterding mehr, das muss ich mir mal merken. Und dann immer, wenn das der Zähler so leuchten, goldenen Leuchten hat, dann kann ich diese Attacke benutzen. Kann ich zum Beispiel das machen oder ich kann das, was ich in der letzten Folge gemacht habe, das hier zum Beispiel machen. Und ich kann auch die komplett ausschalten. Warte mal, ich mache das gerade mal. Sekunde. Wenn ich dann... Alter, ihr müsst mir auch eine Chance geben. So. Komm schon, so. Und dann muss das erstmal leuchten. So, wenn... Ah, jetzt leuchtet es nicht. Scheiße. Eigentlich leuchtet das immer ab 5. Jetzt. Und jetzt kann ich mit den schnappen und dann kann ich den komplett ausschalten. Mit E geht das dann. Und dann gibt es aber noch die andere Variante, dass ich nämlich die Waffen, die sie haben, einfach ausschalte. Das, jetzt haben sie aber gerade keine Waffe in der Hand. Deshalb funktioniert das nicht. So, Verbrechen im Gange abgeschlossen. Wunderschön. Da liegen sie jetzt nun, die ganzen Opfer. Hättet ihr mal auf mich gehört und hättet es mal nicht gemacht, mich zu hauen. Aber ich hören will, wenn ich hören will, muss führen. Und ach komm, weil die gerade da in der Nähe sind. Das macht immer so viel Spaß, diese Kloppereien. Und ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Jetzt hat er, jetzt habe ich den hier umgehauen mit der Waffe. Das dann verbiegt er nämlich das Rohr und dann kann keiner mehr das benutzen. Was ganz praktisch ist. Weil dann kann mich keiner mehr hauen, sonst würde das vermutlich auch in größeren Gruppen ist das vor allen Dingen so, bei Waffen auch, die verbiegt er dann auch, alle, dann würden die nämlich benutzen. Wenn einer die fallen lässt, dann ist ein anderer so schlau und hebt die dann auf und das wollen wir natürlich nicht. Und wir begeben uns jetzt erst einmal ein Stückchen weiter und fliegen durch die Nacht. Brücke. Ist ja immer noch Weihnachten. Die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Ja, das habe ich ja schon alles, weil... Da fliegt er dann halt so hoch, dann kann ich mich so dran schwingen. Wenn ich das nicht machen würde, würde er sich einfach da drauf setzen, wenn ich nur F drücken würde. Deshalb drücke ich das dann immer gleich und dann mit Leertaste, Doppelleertaste und dann fliegt er über die Wolken. Ich hoffe, so. Sie halten sich heute Nacht eher zurück, Sir. Vertrau mir, ich werde diese Killer ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach herumtrippelt, wird es den Weihnachtsmann erwarten. Keine schwarze Fledermauskreatur. Ich trippel nicht. Ich trippel nicht. Sehr schön. Ich liebe die Sprüche von Batman. Ich finde es auch wunderbar, dass sie... Wer die Filme gesehen hat, die Nolan-Filme, die 3-9, der weiß dann auch schon, dass die dieselben Stimmen haben wie im Film. Also Batman und Alfred, die haben dieselben Stimmen wie in den Batman-Filmen. Und das finde ich einfach toll, weil ich finde, die Stimme von Batman passt echt super zu dem. Der ist ja auch ein bekannter Sprecher und der spricht ja mehrere Leute. Zum Beispiel bei CSI Vegas, Las Vegas, da spricht er auch den einen. Wie heißt der? Heißt der Nick, glaube ich? Nick? Ich glaube, Nick heißt er. Ja, doch, Nick heißt der. Der schon seit Anfang an dabei ist. Und den spricht er auch. Und das, finde ich, macht er mal cool. Und wir fliegen mal hier runter. Da ist nämlich unser Ziel. Das wird uns ja immer angezeigt durch das Bat-Symbol. Und ich guck mal hier vorbei. Hallo? Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Dann ab nach oben. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bringe sie zum Reden. Jungs! Also, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Hm.
Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Oh. Artig. Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Wo ist der ganze Rest? Oh, oh, ganz ruhig, Frau. Wer mit uns arbeitet, arbeitet mit den Pinguin nicht mit irgendwelchen windigen Geschäftsleuten. Dann sag mal her. Ich bin nicht für eine einzelne Knarre hierher gekommen. Ja, aber du kaufst hier nicht einfach irgendwelche schrottigen Schießeisen. Sie sind wie ein guter Wein. Und ich dann so. Probier sie ruhig aus. Gewöhne dich an das Gewicht, das Gefühl, das Visier, bevor ich dir ein volles Glas einschenke. Wovon redest du da? Na los, probier sie aus. Verschieß ein paar. Es ist eine Knarre. Sie schießt. Jetzt rück den Rest raus, bevor ich sie an dir ausprobiere. Ah, kein großer Gewinnzeit. Das war's mit dir. So, die reden jetzt immer weiter um den heißen Brei herum, aber wir sind ja... wir haben es irgendwie verkackt. Ich wollte eigentlich einen Gleittritt machen, aber er ist da irgendwie drauf gelandet. Sehr schön. So, der Typ heißt übrigens Große Klappe, deshalb steht das da so drinne. So, da ist einer mit dem Messer, der will es wohl auch genau wissen. So, der kriegt ja jetzt erstmal alle schön auf die Fresse. Ich muss nämlich mit dem hier reden, mit der Weihnachtsmütze. Na, haust du mich etwa? Du bist ja ein ganz schön böser Junge. Kriegst wohl nichts zu Weihnachten, wenn es so weitergeht. Ich hab die Schnauze voll. So. Komm her, meine Freunde. Ihr kriegt alle noch euer Fett weg. Ups. So, komm. Na, jetzt hat er mich gehauen. Ich wollte eigentlich einen Trick hier anwenden. So, komm. Dafür muss das aber erstmal natürlich leuchten. So, einmal kurz betäuben. Dann habe ich nämlich hier erstmal Ruhe und kann zuhauen. Alter, jetzt hat die mich nicht erwischt mit dem Betäubungsschlag. Na, die sind gar nicht so einfach. Wenn da wirklich mit diesem Kontern, wenn das fehlt, darauf hat man sich echt in dem Spiel verlassen. So, nochmal betäuben. Aber wir haben ja genug Leben, wir haben ja schon alles aufgerüstet. Das wäre sonst noch schwerer. So, und den schnappen wir uns, den machen wir jetzt erstmal ganz kaputt. Bleibt jetzt nur noch er und er. Ah, und der. Moment, den muss ich erstmal kaputt hauen. Und steh auf und dann hau ich dich ganz weg. Und dann kriegen wir den jetzt hier. Du bist der Einzige. So, ein, zwei Schläge und dann bist du weg. Oder nicht? Ist hier noch jemand? Nein, jetzt. Komm her, mein Freund. Du wirst mir jetzt einiges verraten. Nein. Hat er nicht wieder das gemacht, was er nicht machen sollte, oder? Ach, du Vollidiot von Batman. Das macht er bei mir öfters. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Fehler im Spiel. Das sollte er eigentlich nicht machen. Eigentlich sollte er ihn jetzt verhören. Ach, wie doof. Ach, das war kacke jetzt. Nee, das ist immer noch das Missionsziel. Eigentlich sollte er den jetzt großartig verhören und sagen mir, was mit dem Pinguin ist. Und dann sollte er sich an der Gurgel packen und sowas. Ach doof, das hat er bei dem Spiel Plus, da musste er öfters mal Leute verhören. Und manchmal hat er die einfach gepackt und hat die bewusstlos geschlagen, statt die zu verhören. Du bist so doof, Batman. Du hättest dir den schnappen sollen und hättest dir den verhören müssen, du Depp. Jetzt liegt er da, jetzt kann ich den nicht verhören, jetzt geht das Spiel nicht weiter. Jetzt muss ich das neu laden. Ich wollte jetzt eigentlich sowieso eine Aufnahmepause machen, dann würde ich sagen, dann machen wir das in der nächsten Folge. Wir müssen das Gespräch ja nicht nochmal anhören, dann fliegen wir kurz hierher. Der hat ja gespeichert, wir müssten also theoretisch gleich hier oben wieder anfangen irgendwo, normalerweise. Weil der ja von selber speichert. Toll, super Batman, das war so ungeschickt von dir. Hast du den einfach O gehauen. Der ist dann irgendwie, ich weiß nicht, der ist dann noch in dem Modus drinne, den muss ich unbedingt hauen. Das ist irgendwie noch ein Fehler im Spiel, das ist doof. Aber vielleicht beheben sie das ja nochmal, da gab es ja schon so einige Bugs, die leider so ein bisschen das Spielvergnügen gehindert haben. Die haben mich aber meistens verschont noch. Deshalb konnte ich das auch fertig spielen. Aber das hatte ich manchmal, da musste ich dann mit dem Batwing wegfliegen und zurück in die Bathöhle oder das Spiel neu laden und dann sind die hier wieder da und dann hat's meistens funktioniert und ich entschuldige mich für Sachen, die ich jetzt eigentlich nicht beeinflussen kann. Ach, das ist doch doof, jetzt liegt er da rum. Sollte dich eigentlich verhören, Volltrottel. Solltest auf dem Boden liegen und mich anwimmern. Stopp, stopp, so wie du es eben gemacht hast. Naja, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Ach, wie doof. Ich hoffe, das passiert uns nicht öfters.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Batman Arkham Origins wieder und dann kriegen wir die große Klappe und dann wird er die auch mal aufreißen und uns ein paar Informationen geben, hoffentlich, und wir schlagen ihn nicht wieder K.O. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Ach, Batman, es ist doch wieder ein Chaos mit dir.